vorne ist diese Gleichung nochmal. Wir müssen wegen einer Sache echt vorsichtig sein bei dieser Gleichung. Und diese eine Größe ist der E-Modul. Warum muss man denn vorsichtig sein beim E-Modul? Nun, dieser E-Modul, da müssen wir einmal kurz in die Werkstoffkunde zurückspringen. Den kriegt man ja aus so einer Spannungsdehnungskurve des Zugversuches raus. Hier die Dehnung Epsilon, hier die Spannung Sigma. Und für metallische Werkstoffe sieht diese Zugversuchskurve ja gerne so in etwa so aus. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber so in etwa so. Da haben wir also im linear-elastischen Bereich, dem Anfangsbereich, eine konstante Steigung. Und diese Steigung ist der E-Modul. Die gilt allerdings nur in dem Bereich hier. Sobald wir die Streckgrenze überschreiten, RP, passiert was? Naja, vorher ist der E-Modul die Steigung dieser Kurve und nachher hat die Kurve natürlich auch eine Steigung. Aber diese Steigung nachher ist auf einmal viel, viel flacher. Wir haben also eine viel kleinere Steigung, sozusagen einen viel kleineren effektiven E-Modul, wenn wir die Streckgrenze, die hier mit RP bezeichnet ist, überschreiten. Ist das schlimm? Kann man das tolerieren oder ist das nicht so schlimm? Ja, das ist in der Tat ziemlich schlimm, denn wir nämlich anstatt des Literaturwertes für den E-Modul, der ein ziemlich hoher Wert ist, weil er sich ja auf den steilen Teil der Spannungsdehnungskurve bezieht, auf einmal einen viel kleineren effektiven E-Modul haben, dann vertun wir uns bei der Berechnung der Knicklast. Wir rechnen nämlich eine viel zu große Knicklast aus. Und dann rechnen wir aus, dass der Stab vielleicht bei 20 kN erst ausknickt. In Wirklichkeit knickt er viel früher aus. Wenn nämlich der effektive E-Modul nur ein Zehntel so groß ist, würde er statt bei 20 schon bei 2 kN ausknicken. Und deswegen muss man auf jeden Fall sicherstellen, dass die Spannung im Knickstab unterhalb der Streckgrenze bleibt. Und zwar auch reichlich unterhalb der Streckgrenze, nicht bis auf 1-2% da dran geht, sondern genügend Sicherheit dazu hat. Und in der technischen Fachwelt hat man sich darauf geeinigt, bis auf 20% sollten die Spannungen im Knickstab an die Streckgrenze ran dürfen, näher nicht. So, was bedeutet das denn für die Anwendbarkeit dieser Gleichung hier vorne? Spannung im Knickstab berechnet sich ja als Knicklast geteilt durch Flächeninhalt des Stabes, weil es ist ja eine Druckbeanspruchung. Die Knicklast können wir nach dieser Gleichung berechnen. Da haben wir also, das hier vorne ist die Spannung im Stab unmittelbar beim Ausknicken des Stabes. Und diese Spannung soll nicht gleich sein, sondern soll kleiner sein als 80% der Streckgrenze. Dieser Gleichung hier vorne wir jetzt weiterrechnen. Am besten vertauschen wir linke und rechte Seite und dann schafft man die Geometrieparameter auf die eine, die Materialparameter auf die andere Seite und dann ergibt sich folgende Gleichung. Wir nehmen das LK² a durch i größer sein muss als Pi² mal e durch 0,8 rp, also links Geometrieparameter, rechts Materialparameter. Bei dieser Gleichung zieht man auf beiden Seiten noch die Wurzel, misst man eigentlich nicht, tut man aber trotzdem. So ist es in der Literatur und dann kommt man auf folgende Gleichung. Ja, und die beiden Größen auf der linken und auf der rechten Seite, denen gibt man auch Namen und Abkürzungen, nämlich die linke Seite, dieses LK mal Wurzel aus A durch I, sind lauter Geometrieparameter. Und je größer dieser Wert ist, desto dünner und länger ist der Stab in der Regel. Das bedeutet, dieser Wert ist also ein Maß für die Schlankheit des Stabes. Man nennt diesen Ausdruck deswegen auch Schlankheitsgrad und bezeichnet ihn mit dem Buchstaben Lambda. Auf der rechten Seite stehen Zahlen und Materialparameter. Und diese rechte Seite bildet im Vergleich mit dem Schlankheitsgrad die Grenze für die Zulässigkeit dieser Gleichung. Wenn der Schlankheitsgrad größer als dieser Ausdruck ist, kann man die Gleichung anwenden. Wenn der Schlankheitsgrad kleiner als dieser Ausdruck ist, kann man die Gleichung nicht anwenden. Das ist also praktisch die Grenze für den Schlankheitsgrad und deswegen wird es auch Grenzschlankheitsgrad genannt und mit Lambda 0 bezeichnet.